Ja, und weiter geht's. House 2, das Unerwartete. Ja, ist jetzt eher wieder mehr Richtung Komödie. Also House 1 ist ja selber auch, wird als Horror-Komödie betitelt, aber House 2 ist dann schon eher in die Richtung, hat aber auch wieder tolle Make-up-Effekte. Den dritten Teil, den fand ich einfach nur scheiße und hat auch irgendwie gar nichts mehr mit House zu tun. Gut, die zwei Filme sind auch, bauen nicht aufeinander auf, aber ich finde ihn echt nicht schlecht. Ist okay, ist eine Fortsetzung, die in Ordnung geht. Eher so witzig gemacht, aber ist vollkommen in Ordnung. Und der ist jetzt zum Beispiel auch ab 12, also hier in Teil 1 steht irgendwas mit, ein Willkommen zu einer blutigen Nacht und so. Also blutig ist auch Teil 1 nicht wirklich. Also in Haus 2 ist es auch nicht. Also überhaupt nicht. Aber so für 1,99 € hat er mich, glaube ich, gekostet, genauso wie Teil 1. Also ich denke, das geht vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt geht mir dann der Platz aus. Noch zwei Filme. H.P. Lovecrafts Necronomicon. Das sind auch so Episoden-Horror ist das, da haben, keine Ahnung, da haben mehrere Regisseure mitgespielt, Christoph Gans von Silent Hill zum Beispiel, oder Brian Hughes, na, kennt ja auch jeder, Darsteller, zum Beispiel Bruce Payne oder Jeffrey Combs, kennt auch jeder. Also ich habe den damals einmal, oh, vor Jahren, Jahren, habe ich den mal im Fernsehen gesehen. Und der hat es eigentlich schon in sich gehabt, wenn ich das noch richtig weiß. Also, so ab 18. Also, ich glaube, es ist jetzt kein Splatter oder ähnliches, glaube ich, aber wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Also, das ist von 93. Also, ich bin mal gespannt. Hatte den eigentlich ganz. Oh je, was ist denn das? Oh. Das ist mir ja noch nie passiert, dass da einer die CD falsch rum reingelegt hat. Wieso auch immer. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte gerade, hä? Oh mein Gott. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Werbung und hier die Kapitelanwahl. Keine Ahnung, Katzenauge, RIA-M und so weiter und so weiter. Also ich freue mich schon mal wieder darauf, diesen Film anzuschauen. Also ich habe ihn eigentlich gut in Erinnerung. Wie gesagt, ist schon etliche Jahre her. Genauso wie bei Unsichtbare Augen. Ich weiß es absolut nicht mehr, um was es geht. Wie die Effekte sind. Und gut für 93. Schauen wir mal. Ja. Und zu guter Letzt. Ein Film, der es jetzt auch endlich mal in meine Sammlung geschafft hat und das auch vollkommen zu Recht. 30 Days of Night von Sam Raimi mit zwei DVDs, also in einer Special Edition. Edition, mein Gott. Nach dem Kultcomic, ich habe es nie gesehen oder gelesen. Also das ist wirklich spannend, wirklich ein richtig geiler Vampir-Horror. Also ich bin jetzt nicht so der Vampir-Fan, aber den habe ich mir damals auch aus der Videothek ausgeliehen und ich war begeistert. Wirklich begeistert. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, soll aber auch nicht so der Hit sein. Also weiß nicht, ob ich mir den mal anschauen soll oder nicht. Also die Kritiken sind da eher so, ne. Also ein Special Features haben wir da drauf, keine Ahnung. Ein achteiliges Making-of. Zum Beispiel Audiokommentar, B-Roll, Trailer und mehr, na gut, dann sind wir mal gespannt, was da und mehr ist. Also der Film hat es echt verdient, dass man ihn hat, oder dass er in, schade ist, jetzt kein Wendecover, aber mei, was muss ich halt damit leben, was soll's, da ist hier noch ein kleines Booklet mit drin, oder was heißt klein, das ist eigentlich relativ, oh, da ist wohl ein Comic mit drin. Original-Comic-Auszüge. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Da ist das, glaube ich, das Comic selbst. Naja, also sieht echt nicht schlecht aus. Wenn man so ein bisschen durchblättert. Also ein richtig geiler Vampirfilm. Mit geilen Effekten und verdammt blutig. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber gut. Geil. Ich bin wirklich begeistert. Gefällt mir. Freue mich drauf. Auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, gut. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mein erstes zweiteiliges Video, aber es sind jetzt auch wieder neue Filme. Jetzt wird auch erstmal kein Update mehr kommen, weil das war jetzt echt, also dieser Monat hat es echt in sich gehabt, gebe ich ehrlich zu. Gut, aber solche Monate hat man, glaube ich, mal als Filmfan oder. Ja, meine Güte. Macht man ja nicht jeden Tag so eine Bestellung. Aber wie gesagt, Rebuy war wieder tolle Erfahrung. Ich kann es auch nur jedem ans Herz legen. Also jetzt bin ich auch auf dem Trip, dass ich sage, ab und zu mal bei Rebuy reinschauen, warum denn nicht. Gebraucht, aber dafür in bisher gutem Zustand, dass man echt nicht meckern kann. Ja, gut. Das war's dann von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart weiterhin dabei, auch wenn es heute ein bisschen länger ging. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.